Dieser Tag geht in die Geschichtsbücher ein. Die Raserin Dorothea Viera gewann als erste Azzurra überhaupt ein Rennen beim Heimweltcup in Antholz. Und mit diesem Sieg baute sie auch die Führung im Gesamtweltcup aus. Es war schon sehr emotional überhaupt auf der Finishlinie und weil ich meine Eltern gesehen habe, meine ganzen Freunde und auch die Tränen, was wir zugeschrieben haben. Und natürlich war ich in den letzten Jahren allem nächen dran, zweiter und dritter. Aber heute ist halt das Gleiche, wie wenn ich erst oder warm reinlaufst. Und ich denke, das ist sicher einer von den speziellsten Momenten. Ja. Ich versuche sauber zu arbeiten, mich einfach auf die Arbeit zu konzentrieren, nicht auf das Resultat. Und ich denke, ein Fehler ist okay. Es war jetzt so viel einfach, weil es echt windig war und noch dazu noch die ganze neue Saison, Situation. Als erstes in Skistand mit Elisa mit 29 Sekunden vor der dritten. Das ganze Publikum und ich glaube, wir haben es echt gut gemeistert. Ja.